This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Heute wollte ich euch mal eben wieder was Neues vorstellen. Ich hatte gerade Jagdglück. Ich war hier mit meinem Kumpel Michael, waren wir zusammen auf dem Ansitz. Ich habe ihn mitgenommen, wir haben ein bisschen den schönen Abend genossen, hier den tollen Sonnenuntergang und Bock. Ich wollte noch einen Bock schießen und habe ihn auch geschossen, habe ihn gestreckt und nun liegt der brave Junge hier und boah, war eine gute Jagd, war eine tolle Jagd. Ich werde es aufbrechen mit dem neuen Powderit Weiß Mikata mit Ebenholz von Linda Messer. Ja, ich werde das jetzt mal vornehmen und dann könnt ihr euch mal ein Bild machen. Ich werde es nachher im Zeitraffer ablaufen lassen und hinterher noch ein Resümee davon ziehen. Ein alter Trick, einfach die beiden Vorderläufe kreuzen hinterm Haupt. So bleibt der Brustkorb aufrecht und wenn ihr aufbrecht und müsst nicht immer hier rumfummeln. Seht ihr das? Wenn ihr dann noch gerade bei einem Bock das Gehirn eben ein bisschen in Boden piekt, was hier nichts Schlimmes ist, dann könnt ihr gleich los. Ja, den habe ich nicht gleich gebannt, ich habe einmal nachgeschossen. Ausgespült. So, guck mal. Heller Griff gleich wiedergefunden. Ich habe es eben ins Gras gelegt. Klassischer Fall. Jäger verliert Messer. So machten wir das immer. Ja, ich habe es euch extra schön eingesaut, damit sich hier wieder ein paar Gutmenschen beschweren können. Nein, aber so sieht ein Jagdmesser nach der Jagd aus. Werkzeug, was benutzt wird und wurde.
Was kann ich dazu sagen? Also als erstes möchte ich mal eben festhalten, es ist ein sehr, sehr führiges, handliches Messer. Ich kann natürlich noch nicht über die Langzeiterfahrung sprechen, aber ich weiß von anderen Messern, die ich habe mit Böhler M390, dass der sehr, sehr gut die Schärfe hält und sehr lange die Schärfe hält. Also unter normalen Aspekten ist das ein sehr, sehr zähes Zeug. Damit kann man eine ganze Saison sein Wild aufbrechen fast und muss nicht nachschärfen. Sehr gefällig finde ich die Form. Sehr gefällig finde ich, dass Linda es als Steckangelmesser gebaut hat. Also ihr seht hier ein Liner, der innen drin ist. Das ist ausgefräst hier drinnen und da drin ist die Steckangel und mit den Nieten wird sie verbolzt. Sozusagen hat man jetzt sozusagen wie bei alten Jagdnickern ist es genauso gemacht und das hat zur Folge, dass dieses Messer sehr, sehr leicht ist. Also gefühlt einfach im Vergleich zu anderen Messern sehr führig, handlich leicht. Macht es auch dadurch, finde ich, auch zur Top-Empfehlung für Outdoorer und Rucksackleute, die nicht so viel schleppen wollen, aber ein festes Messer mit haben. Das kommt hier wirklich gewichtsmäßig absolut in die Mora-Riege, so vom Handling her, von der Leichtigkeit. Sehr gefallen hat mir, dass hier die Daumenrampe schön lang ist, so kann man besser drücken beim Aufbrechen, also auch wieder sehr durchdacht für die Jagd. Ich mag gerne Messer mit Fingerschutz, das finde ich ja auch toll, das ist immer eben eine Sache von Steckangelmessern, da kann man das sehr gut umsetzen, dann auch so einen Fingerschutz. Sehr gut gefällt mir, dass diese Klingendicke moderat ist. Und wie wir es schon vielleicht von... Oh, hier sind richtig dicke Biester. Wie wir es schon vom Super Edge, von der Super Edge Serie von Linda kennen, sind sie fein dabei ausgeschliffen und schneiden dadurch sehr, sehr gut. Sind richtige Schneidteufel. Dieses hier ist auch ein echter Schneidteufel. Und Linda hat sich das einfach getraut mit dem Powderit 1, hier mit dem neuen Linda Powderit, mal nicht so eine dicke Klingenstärke zu machen. Ganz viele Hersteller, siehe Lion Steel, trauen sich das nicht, das mal ein bisschen feiner auszuschleifen. Also die Arbeit, das ist so ein Gewinn, wenn dann so ein Messer nicht so fett ist in der Basis und dadurch hier so eine feine Schneide hat, die wirklich rein will. Jagdlich, ja, das sind hier 9 cm Klingenlänge, 9,5 hat das. Das sind, ist gutes Standardwerk, da kommt man hier in deutschen heimischen Wäldern, fast alles kann man damit versorgen, das geht gut. Zum Abfangen ist es natürlich zu kurz. Ich habe jetzt hier ein bisschen Probleme mit Licht, es ist dunkel und ich versuche euch das Review hier im Dunkeln am Wild noch zu zeigen und das Messer auch so, wie es benutzt wurde, zu zeigen. Also ich finde, es ist eine ganz tolle Empfehlung und es gefällt mir einfach sehr gut. Der Griff ist auch sehr, sehr handschmeichelnd, liegt super gut in der Hand, ist ein bisschen dicker wie wir es von den Super Edgen gewohnt sind. Die sind ein bisschen schmaler. Hier hat man auch mal eine kräftige Hand auf was in der Hand. Also es ist nicht, dass es zu dick ist, ganz im Gegenteil, aber es ist ein kleinen Tick mehr wie beim Super Edge, was manchmal für mich ein bisschen ganz, also für meine Hand immer ein bisschen zu dünn ist, wie beim Fjellniven F1. Das ist mir auch immer ein ganz kleinen Tick zu wenig. Also da kann man immer noch was rausholen. Ansonsten ist das sehr fein verarbeitet. Fangriemenöse ist auch drin. Flachschliff bis oben, fein ausgeschliffen.
Super, einfach super. Und vor allem, was noch für die Jagd sehr, sehr interessant ist, diese Spitze hier ist eine Spitze. Das ist nicht so ein Butterlöffel, wie das auch im Moment in ist, sondern eine echte Spitze. Und gerade jagdlich, viele in vielen Revieren und gerade in der Forst, wird immer mehr das Ringeln angefordert. Also hinten, dass man das Weitloch ausschärft und dann nach innen reinzieht, um nicht das Schloss mehr aufbricht. Ich habe gerade das Schloss aufgebrochen, aber wie gesagt, mit dieser Spitze kann man sehr, sehr, sehr gut ringeln. Das heißt, man hat echt was, wo man ringsherum aufschärfen kann und reinschärfen kann. Das ist, dafür braucht man immer eine gute Spitze. Ich habe deswegen sonst oftmals noch, wenn ich ein größeres Messer habe, ein kleines Taschenmesser mit, was eine dollere Spitze hat, um diese Arbeit leichter auszuführen. Das geht hiermit hervorragend. Also ich habe es eben hinten ein bisschen rumgeschärft und da merkte man schon gleich, dass das sehr super geht. Geliefert wird es mit einer 1A Lederscheide. Stabil, passgenau, für Rechtshänder genau richtig, nicht zu auftragend, tief hängend, sodass man das nicht an... Wenn man ein bisschen älter wird, hat man ja auch mal ein bisschen Seitenspeck, dann hängt eigentlich der Knauf immer an der Achsel oder so. Das ist auch immer nervig. Und hier sauber vernäht. Nun, die Lederscheide, also kann man nicht meckern. Ich finde, das ist eine tolle Alternative mal zu dem Ganzen. Im Moment ist ja auch dieser M390 ist ein sehr guter, wie soll ich das sagen, ein Innenstahl. Der ist angesagt und das wird viel verbaut und gerade Lion Steel ist da auch sehr im Gange mit diesem Stahl. Und hier habt ihr meine Alternative, wenn ihr irgendwas mit M390 haben wollt, was auch wirklich schneidet. Kleines Manko für mich, ich hätte einen ganz kleinen Tick den Anschliff, diese Kante etwas einfach nochmal 5 mm zum Guard, so habe ich mehr Schneide. Also so hat man beim Schnitzen noch mehr Power. Wobei das jetzt nicht extra weit weg ist, man ist ziemlich nah noch dran, wie ihr seht, wenn man dies in der Hand hält. Habe ich irgendetwas vergessen? Ich werde noch ein paar Close-Ups ranhängen, im Licht natürlich und auch gesäubert. Aber ich finde, so sehen Messer nach Leben und nach Erlebten aus und das hat jetzt was erlebt, das ist eingeweiht und das bleibt, das werde ich behalten, das ist einfach eine geile Ansage und auch aus dieser Sicht von mir absolute Top-Empfehlung für Jäger, holt euch mal so eins, das ist eine spaßige Sache, schön leicht, super führig. So, ich werde jetzt hier die Lichter ausstellen, den Bock eben ins Auto legen und dann werden wir nach heimwärts fahren. Dann kommt er, wenn wir ihn eben noch ausspülen, kommt in die Kühlung und danach wollen wir beide noch ein Lagerfeuer machen, ne, Michael? So sieht's aus. Und dann trinken wir noch ein Bier auf die tolle Bockjagd, ja, heute. Ne? Das war, finde ich, haben wir uns verdient. War sehr spannend, fand ich. War diesmal sehr spannend. Noch an die Jäger, an alle anderen Jäger, nehmt eure Kurzwaffen mit, weil wir dürfen das. Und da bin ich mit YouTube-Kumpel Lasse, gehe ich da wirklich konform. Tragt eure Kurzwaffen, wir können sie benutzen für den Fangschuss. Wenn ich rankomme, ist es eine sichere Sache, denn wir dürfen das und wir haben die Legitimation, dass wir es machen. Irgendwann kommt bestimmt wieder irgend so ein nichtsahnender Gesetzeshüter und will, dass unsere Kurzwaffen auf einmal weggesperrt werden, dass wir sie nicht mehr haben dürfen, aber wir brauchen sie. Daher nicht immer sagen, auch die braucht man nicht. Ganz im Gegenteil, Jagd ist Handwerk und das Handwerkszeug sollte man dabei haben. So, bis denn. Nächstes Video werde ich jetzt noch machen. Ich habe vor, noch mal eben ein bisschen Technik mit Kurzwaffen zu zeigen. Also wie gesagt, hier, ich werde das mit der Glock vorführen. Ich habe hier einen 357 SIG. Die führe ich jagdlich. Ja, da werde ich euch das nächste Video euch mal was zeigen zum Thema Schusswaffen. Bis denn, danke.
This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.